herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben heute eine Maske von Luvos Heilerde. Das ist einmal diese Maske, das ist einmal die Clean Peel Maske für alle Hauttypen. Naturreine Heilerde mit Aprikosensamen. Reinigt Poren tief, klärt und beugt Irritation vor. Peelt sofort, glättet zart, verfeinert das Hautbild, sofort Effekt. Anwendung. Je nach Bedarf die Maske ein- bis zweimal wöchentlich gleichmäßig auf das Gesicht, Hals oder Dekolleté auftragen. Dabei Augen- und Mundpartie aussparen nach ca. 10 bis 15 Minuten in die Maske mit lauwarmem Wasser und einem Pad leicht massieren, abnehmen für eine optimale gepflegte Haut. Anschließend Luvera Gesichtsfluid verwenden. Okay, dann werden wir die Maske mal öffnen und mal gucken, wie sie schnuppert. Okay. Riechen tut sie, ja. Ich müsste mal gucken, wie wir die rauskriegen. Jetzt mal alles nach oben machen, weil die alles ganz, ganz unten alles liegt. Ich drücke sie gerade mal ordentlich nach oben. Kommt sie? Das ist eine feste, okay. Ich muss noch mal ein bisschen... Oh, die kocht. Sie kocht. Die Maske, dass wir auch wirklich alles mitnehmen. Also so viel ist gar nicht hier drin, so groß wie die Packung ist. Ich hätte mir jetzt mehr vorgestellt, dass drin ist. Ich nehme jetzt auch wieder den hier. Diesmal werde ich mal die geriffelte Seite nehmen. Von der Peeling-Maske. So, meine Lieben, wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt diese Peelmaske drauf. Da ist sehr wenig drin in der Verpackung. Sieht, ich weiß gar nicht, ob man das so extrem sieht. Also sehr wenig drin. Ich nehme mal hier noch ein bisschen runter. Hier habe ich auch noch eine ganze Menge drauf. Hals und Dekolleté sollte man mitmachen, okay. Wenn ich so dermaßen reicht dafür. So. Ich nehme noch mal was raus. Die Stelle jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ob ich schon doch eine Peelmaske hatte ich auch schon gehabt. Aber von der hier hatte ich, glaube ich, noch nur eine, glaube ich, von Luvera. Ich hole nochmal das ganz andere oben jetzt raus. Also, ja, die Maske ist schon leer. So sieht die aus, mit so einer, ja, die ist so bräunlich, mit so ein Stückchen drin, auf jeden Fall. Hat die Stücke drin, seht ihr das? Ja, jetzt. Aber wir wollen ja das Gesicht ein bisschen peelen mal. Das Gesicht braucht auch mal ein bisschen Peeling. So, Gesicht. Nase schön. Die muss man ja diesmal nicht abziehen. So, das Restliche mache ich jetzt noch hier drauf. Also Hals und Dekolleté. Wird bei mir sehr schlecht. Ich gucke nur gerade mal kurz im Spiegel rein. Augen sollte man vermeiden natürlich. So. Ja, dann lassen wir die jetzt 10 bis 15 Minuten drauf. Ich mache jetzt einfach mein Schwämmchen sauber.
Ja, brennt tut sie überhaupt nichts. Auch nicht mal im Gesicht, nichts. So. Jetzt sehe ich aus wie ein... Schreib es mal in den Kommentaren, wie ich aussehe. Sieht so bräunlich aus. Könnt ihr das so sehen? Ja, so. So. Da hat die solche schwarzen kleinen Ministücke drin. Das sind bestimmt die Peel-Maske. Okay. Ich finde die leicht kühlt die. Die kühlt leicht hier so nichts. Hier in der Bereich kühlt die so leicht. Also ganz, ganz minimal leicht nur kühlt die. Merke ich nämlich. Ja. Meine Haare. Na egal. Müssen wir so nachher abmachen. Da fällt es nicht auf, wenn es die Haare mit erwischt hat. Ich war ja gerade nur Haare waschen. Fällt ja nicht auf. Nein. Ach nee. Also mit diesen Dingern hier geht das sehr gut. Ich habe ja eigentlich hier noch den Pinsel. Damit kann man es auch richtig gut auftragen. Also die Sachen jetzt hier so, die Masken. Sieht richtig, richtig. Entschuldigung. So. Sieht richtig gut aus. Sorry, meine Lieben. Kam gerade ein Anruf, Entschuldigung. Genau, also die Maske, die kühlt jetzt ganz, ganz leicht, merkt man leicht. Es ist auch nicht so schwer im Gesicht. Schön leicht. Richtig, richtig schön die Maske. Die gefällt mir schon sehr gut. Auch hier auf die Maske stand hier auch, dass sie 5 Sterne bekommen hat. Seht ihr das hier? Komplett 5 Sterne bekommen hat. Kundenzufriedenheit steht hier. 5 Sterne. Wollen wir mal gucken, ob das auch so stimmt. Also jetzt für den ersten Anfang könnte ich noch keinen Punkt abziehen. Ist in Ordnung, ist schön angenehm. Jo, dann sehen wir uns in 10 bis 15 Minuten wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, wir werden das jetzt abmachen. Es sind jetzt 10 bis 15 Minuten rum. Ich habe es jetzt 5 Minuten länger drauf gelassen, also 20 Minuten. Und jetzt werden wir das mit dem Waschloppen abmachen. Die haben irgendwie gesagt, im Kreisen Bewegungen abnehmen, dass man das irgendwie so leicht einmassieren sollte in die Haut. Und wir werden das jetzt erstmal ein bisschen einmassieren. Überall. Und dann werden wir das abnehmen. Also erstmal einmassieren. So, jetzt haben wir das schön einmassiert. In kreisenden Bewegungen. Und jetzt werden wir das abnehmen. So. Erstmal das Grobe. Alles. So. Sehen wir mal die andere Seite. So. So, so, so. Also die Maske hat schon sehr gut getan, fand ich. Dadurch, dass sie irgendwie so leicht war, die war auch nicht so schwer auf der Haut.
So. Jetzt haben wir sie gleich ab. Hier nochmal. Gut, ich gucke nochmal kurz im Spiegel. So. Ja, ich muss da mal den ganz kurz den Waschlappen mal ausspülen. So, meine Lieben. Also ich habe das jetzt restlich jetzt hier oben noch ein bisschen abgemacht. Jetzt noch, was ihr ja gesehen hattet. So, dann wollen wir mal gucken, ob die auch wirklich porentief reinigt. Ich habe hier meinen Spiegel wieder. Da werde ich mal schauen. Ja. Hat auch ein Fett abgenommen. Also die Maske kann ich wirklich keinen Punkt abziehen. So. Seht ihr das? Richtig, richtig schön, klebt nichts, trocknet jetzt gerade schön ein, ist auch schön gereinigt die Haut. Also man wird auch keinen einzigen Fett hier an der Haut. Die ist echt schön. Ja, glatt sagt man jetzt nicht, weil die muss noch ein bisschen trocknen. Aber wirklich, was will ich damit? Ja, richtig schön. Seht ihr das? Ich finde die Maske wirklich richtig gut. Also die 5 Sterne kann ich wirklich so bezeugen. Was jetzt ein bisschen nicht so schön war, finde ich, dass so eine große Verpackung mit 7,5 Milliliter in so eine riesen Verpackung ist. Das ist ein bisschen Plastikverschwendung, finde ich. Oder? Da war gerade mal, sagen wir mal, ungefähr diese Hälfte drin. Also das, was jetzt hier unten... Das hier alles nur komplett so, vielleicht so, sagen wir mal so hier. Das hier war wirklich voll gewesen. Mehr war wirklich nicht drin. Ja, okay. Man hätte auch vielleicht ein bisschen die Schriften ein bisschen kleiner machen hier vorne können. Und dann, naja, weiß ich nicht, wie man das sonst anders machen würde. Oder vielleicht hier hinten nicht zu viel draufschreiben, sondern ein bisschen weniger. Ohne Mikroplastik bestätigt Verträglichkeit mit reiner Heilerde. Von Marktführer für Heilerde seit 1918. Hier hinten stehen auch wirklich gute Informationen alles jetzt drauf. Aber ich lese das jetzt nicht alles vor. Also, ich weiß nicht, ob man das dann so erkennt. Also, die war wirklich schon sehr, sehr gut gewesen, die Maske. Die von Luvus Heilerde. Clean Peel Maske. Für alle Hauttypen, ja. Kann ich wirklich bezeugen. Also kann ich wirklich empfehlen. Ich weiß nicht, wo man die kaufen kann. Ob man die auch im Laden kaufen kann. Ich glaube schon. Manche Läden gibt's. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Aber ich vermute, glaube ja, dass die auch im Laden gibt. Diese Luvus. Heilerde. Solche ähnlichen bestimmt. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es bestimmt auch einen Laden gibt. Genau. Also ich finde die Haut sehr, sehr schön. Die glänzt auch hier so leicht an der Nase, glänzt die. Sieht man. Also die ist auch jetzt ist gerade das Wasser abgetrocknet. Jetzt ist sie auch richtig schön weich, die Haut. Richtig schön sanft, hier wie ein Babypo. Ohne einen rauen Fleck, gar nichts. Hat richtig schön gepeelt.
Unreinige Schuppen sind auch weg. Ich hätte vielleicht das hier machen sollen mit. Ich habe gerade das Problem an meinen Wimpern. Da verliert sich jetzt gerade Haut. Hier. Oh, ich hasse das. Das muss man dann immer abmachen. Das hätte ich da ein bisschen drauf machen können eigentlich. Aber das stört mich. Stört ein Übelster. Das kriegt man aber auch nicht so richtig weg, diesen Mist. Ja, na egal. Also ich finde die Maske wirklich supi. 5 Sterne kann ich wirklich geben. Finde ich auch. Bloß jetzt nur die Verpackung, dass sie vielleicht... Ja, weiß nicht. Dann hätten die eigentlich auch 2 Anwendungen reinmachen können. So wie bei den Masken bei DM oder bei Rossmann, da gibt es auch mal diese zwei Anwendungen, hätte ich das lieber so gemacht. Da hat man auch weniger Plastik gespart und dafür hat man auch dann 2 Anwendungen, finde ich. Also weniger Plastik meine ich, dass der Inhalt, dass dann hier oben was drin wäre und hier unten, finde ich. Dann hätte man das zweimal, dann hätte dieses so funktioniert, finde ich. Ja, finde ich supi und kann ich nur weiterempfehlen. So, meine Lieben, ich sage jetzt, habt jetzt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Bei mir ist es jetzt langsam abends schon langsam. So 19 Uhr haben wir es jetzt, glaube ich. Ja. Ja, 19.47 Uhr haben wir es gerade. Genau, meine Lieben, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Maskenhaul. Genau, zum nächsten Maskenhaul sehen wir uns dann wieder. Habt noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi, meine Lieben.